Huhu zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Wir sind hier gerade wieder zu Hause und ich habe es geschafft, Inigo das Outfit zu verpassen, das ich ihm eigentlich verpassen wollte, aber nicht machen konnte, da es eben zu Hause im Kleiderschrank lag. Es ist so ein bisschen Assassin's Creed orientiert. Es ist ein sehr, sehr berühmtes Outfit auf Nexus Mods. Es gab es auch schon für die normale Skyrim Edition. Fand ich nicht so wirklich gut. Mir ist allerdings auch nicht bewusst gewesen, dass es das in so vielen Variationen und in so vielen Farben gibt. Und ich habe mich bei Inigo jetzt einfach mal für ein schönes Blau entschieden. Es gibt es noch in Gelb und in Rot und in Grün und in Schwarz und ich weiß nicht was noch alles. Und mit Kapuze, ohne Kapuze. Er hat jetzt eine Kapuze, die sozusagen offen ist, also die er einfach nicht auf hat. Und ganz viele Täschchen, Accessoires und ganz viel Zeug. So, ich fand, das passt aber ganz gut. Und Sophia und ich tragen immer noch das Gleiche, denn ich finde das Outfit immer noch gut. Und ich denke, wir wechseln Outfits einfach so jedes zweite Paladiner-Weekend. Ich denke, das dürfte hinkommen, hoffe ich. So, warum ich hier zu Hause stehen geblieben bin, ich habe natürlich wieder schön aufgeräumt, das musste auch mal wieder sein. Und warum ich hier immer noch stehe, hier liegt ein toter Drache, ja, in der Aufräumzeit ist hier ein bisschen was passiert. Banditen haben angegriffen, Drachen haben angegriffen, ich habe das mit den Vampiren nochmal ein bisschen ausprobiert, denn es hat mir immer noch keine Ruhe gelassen. Aber ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo ich hingehen wollte und erzähle einfach noch ein bisschen, was sozusagen in der Offline-Zeit passiert ist. Ich habe mich nochmal mit dem Blackface-Bug auseinandergesetzt und habe mal... The snow smells fresh today. It is a good batch. Der Schnee riecht frisch heute. Naja, okay. Es schneit eigentlich schon den ganzen Tag und die ganze Nacht, Inigo. Genau, ich habe einfach mal komplett alle Mods, bis auf Haarmods und Kleidungsmod, wobei genau die Haarmod eigentlich das Problem auslösen könnte, alles deaktiviert und es hat nicht funktioniert. Also an diesen Mods, die ich alle deaktiviert habe, lag es nicht. Ich habe manche Mods nochmal reinstalliert, da es etwas Neueres gab, beziehungsweise neuere Versionen gab. Aber diesen Blackface-Bug der Vampire habe ich einfach nicht gelöst bekommen. Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein, dass es genau die Haarmod ist, die wir gerade haben. Das ist KS Herdos, glaube ich. Oder Apache Sky Hair. Eins von beiden ist es. Und eins von beiden könnte das Problem rein theoretisch auch auslösen. Aber ja, diese Haarmod wollte ich jetzt nicht unbedingt deaktivieren. Das Problem ist, pro Haarmod kommen ca. 700 Frisuren dazu. Meine Katze miaut schon wieder. 700 Frisuren pro Haarmod, das heißt 1400 Frisuren zusätzlich zu den normalen Vanilla-Frisuren und mich da wieder komplett durchzuwühlen, um diese Frisur zu finden, das dauert dann auch wieder ewig und das wollte ich mir nicht nochmal antun. Deswegen verzeiht, sollte es, Katze, sei bitte ruhig, sollte es daran liegen, dann, naja, wie gesagt, ist halt so. Meine Katze ist gerade gut drauf. Was ist hier los? Was sind hier für Massenversammlungen? Wir sind gerade dran vorbeigegangen, links neben uns. Erzähle ich auch gleich, wo wir da hingehen. Aber das hier sind Talmor. Und mit Talmor... Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Ja, was ist denn hieran offiziell? Ihr geht spazieren. Das ist ein sehr offizieller Spaziergang. Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Ach, so ist das. Wer sind denn die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Wie die uns halt direkt bedrohen? Das geht euch nichts an, Bürger. Haben alle Talmor so eine hohe Meinung von sich? Dass wir den Menschen überlegen sind, ist eine wohlbekannte Tatsache. Nehmt zum Beispiel diese Verehrung des Talus, des neunten Göttlichen. Ha! Daran glaubt ihr doch gewiss nicht. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Als Nord, als gebürtige Nord. Perhaps we could take the day off and just lounge around. I am joking, of course. Inigo möchte Urlaub machen. Wir sind eine gebürtige Nord. Natürlich glauben wir an Talos. Und von irgendwelchen dahergelaufenen Hochelfen lassen wir uns diesen Talos-Glauben natürlich auch nicht nehmen. Deswegen... Ich kann jeden verehren, den ich will. Das stimmt nicht.
Ihr könnt alle Götter verehren, die ihr wollt. Aber Talus ist ein Mensch. Nur ein Ketzer würde anders denken. Und so werdet ihr den Tod eines Ketzers sterben. Eine Paladine als Ketzer zu bezeichnen, ist irgendwie schon verrückt. Komm! Hey, wo willst du hin? Bleib sofort stehen! Hier wird nicht geflohen. Wo will der denn hin? Ach, er verkriecht sich. Bald werden alle laut. Nächte der Tarmor sein. Was hat er gerade gesagt? This is amazing? Na, 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 na? Inigo, du gefällst mir immer besser, wenn er singt, während wir, Timer töten. So, noch schnell die anderen plündern. Rein theoretisch geben die mal ein bisschen Geld, aber andererseits... Ach, verdammt. Das können wir mitnehmen zum Einschmelzen. So, genau. Wir gehen zu der Quest für diese beiden Dämmerwacht-Angestellten. Ich sage jetzt einfach mal Angestellten Gehilfen. Wow, das wird aber auf einen Schlag gerade dunkel. Und zwar sollen wir für die eine ja in eine Dwemer-Ruine. Und ich glaube, wir müssen hier rum. Ja, ich habe einen Plan für uns heute, Inigo. Und zwar gehen wir in diese Dwemer-Ruine, um einen Dwemer-Maschinen-Irgendwas-Bauplan zu besorgen. Und gelegentlich zu speichern. Hier muss es doch irgendwann mal in das Tal da reingehen. An der rechten Pobacke wird es vielleicht mit der Zeit ein bisschen kalt bei der Paladina. Was haben wir da? Banditen? Ja. Warum tötest du dich nicht selbst und ersparst mir die Mühe, meinte Inigo gerade. Er ist so böse manchmal. Ich hab schon gegen schlechtere Gegner als euch. Mir fällt gerade auf, einen Moment, ich habe es eigentlich eingestellt, aber ein bisschen, also die Magie finde ich gerade ein bisschen zu leise sogar. Und die Waffen finde ich immer noch zu laut, obwohl ich die eigentlich immer auf dem Grad habe. Versucht euch zu wehren! Oh, Inigo kämpft hier gegen vier Leute. Versuchen wir mal irgendwie den Rücken frei zu halten. Ist das alles, was ihr könnt? Was noch zu vier? Außer da hinten gegen das Holz laufen. Hey, warum? Ihr müsst die töten! Ups, es tut mir leid zu viel. Ich habe hier, glaube ich, einen Nagel gebrochen. Was zum Teufel? Ah, Sophia ist heute auch wieder gut drauf. So, den Rest braucht man vom Banditen eigentlich. Eigentlich haben Banditen wirklich schlechten Loot. Also so ein bisschen Gold. Nichts wirklich Interessantes. Ich glaube, wir haben auch wieder das ganze Lager gepult. Wir können nicht einfach. Oh, was haben wir hier? Auftrag in Mistincia left. Ihr wolltet schriftlich? Na schön. Die Abmachung lautet, dass ihr mir helft, die Artefakte aus den Ruinen zu holen und ich sie an meinen Käufer liefere. Keine Artefakte, kein Geld. Ich zahle pro Stück, also bringt mir, was ihr finden könnt. Viel Glück bei dem Versuch, ohne mich daran zu verdienen. Maluriel Ferrano. Haben wir die getötet? War die hierbei? Oder ist die
in den Ruinen. Andererseits, wer solche Aufträge gibt, beziehungsweise so schreibt, der macht sich normalerweise nicht selbst die Finger schmutzig. So, Zwergenruinen sind ja immer etwas Größeres. Also mal gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall Licht. Ich glaube, das hier konnte ich auch einschmelzen. Ich nehme es mit. Ich nehme alles mit, was ich hier kriegen kann an Dwemer-Zeugs. Ach so. Richtig. Und wir sind gestiegen. Das könnten wir auch mal machen. Ich habe nämlich auch wieder ein bisschen Material verarbeitet, also sprich Schmieden geskillt. Wirklich was gebracht hat es uns nicht. wir gehen immer noch in Magicka, bis auf 200 auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Ich weiß, ich gucke hier immer wieder rein. Das Problem ist, ich vergesse es auch immer wieder. Gibt es irgendetwas, das uns interessiert, um hier noch hochzukommen? Schutz reduziert eingehen, das ist ein Schild. Das Problem ist, oh. Das ist der Ernst. Das ist... Ich bin gerade perplex. Ich habe mir extra eine Zeit ausgewählt, beziehungsweise ich nehme gerade auf in einer hoffentlichen Pause meiner Nachbarn, wo sie mal nicht die Musik auf Anschlag aufdrehen, aber offensichtlich ist diese Pause bereits wieder vorbei und sie drehen die Musik wieder voll auf. Es ist, momentan ist wirklich wieder furchtbar. So. Während des Kampfes berührt des Kriegers Flamme. Eingeschlossen, dir freundlich gesinnte Ziele werden gesegnet, wodurch sie 20 Magicka und Ausdauer für 5 Sekunden regenerieren. Feinde werden verflucht, wobei derselbe Wert entzogen wird. Eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht. Und wenn wir dann auf Inquisitor gehen, wobei lebende Ziele werden zu Untoten. Aber das hier ist halt schon ganz cool. Feuer und Stahl. Eigentlich ist das... Des Kriegers Flamme ist doch eigentlich schon wirklich richtig, Paladiner-like, oder? Irgendwie? Was ist das? Wenn du bei vollem Leben einen Heilzauber oder Effekt erhältst, werden deine Lebenspunkte für 20 Sekunden um 50 Punkte erhöht. Und was ist der Punkt darüber? Zweihändig wirkst, heilst du auch Verbündete innerhalb von 3 Metern. Verdammt! Es ist alles nicht so schlecht. Im Kampf sammelt sich allmählich die umgebende Lebenskraft der Umwelt an und wird in regelmäßigen Stößen ausgesendet, was dich alle 30 Sekunden um 100 Punkte heilt. Ist man von einem anderen Heilzauber oder Effekt betroffen, so beginnt der Zyklus wieder von vorne. Der ewige Kreis heilt 50% mehr und jeder Zyklus ist 5 Sekunden schneller als der... Verdammt, dieser Baum ist ziemlich interessant, muss ich gerade sagen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal... Des Kriegers Flamme. Und bringen sozusagen unseren Gefährten auch ein bisschen was. Ist da jemand? Was war das? Inigo finished. Ich habe allmählich das Gefühl, ich habe die Finishing-Rate für meine Begleiter erhöht und nicht für mich selbst. Ja, offensichtlich. Wahnsinn. Davon kann ich eigentlich nichts gebrauchen. Eine Kartoffel und 2 Äpfel. Das ist ein... eine ausgewogene Mahlzeit und eine vegetarische Suppe. So, as a werewolf, do you prefer the taste of man meat? I mean, do you prefer feasting on men or women? So als Werwolf, was würde ich denn eher bevorzugen, das Fleisch von Männern oder das Fleisch von Frauen? Ich bin ein vegetarischer Werwolf. Ich esse kein Menschenfleisch.
Nee, doch, eventuell manchmal, um die Bestimmung der Alchemie herauszufinden. Oh, wir finishen es. Das war irgendwie cool. Irgendwie unpassend, aber irgendwie auch cool. Was? Lassen wir die Spielchen. Uh-oh. Uh-oh. Zwei Magier. Wer hat denn nicht Angst? Wie groß sind. Oh, das sind mächtige Zauberer. Oh, wir versuchen es. Oh, verdammt! Ich wollte gerade ins Menü gehen. Nein, ich habe zwischendurch nicht gespeichert. Verdammt. Das kommt davon, wenn man etwas riskieren möchte. Nein. Leute, ihr müsst mir sagen, dass ich häufiger speichern muss. Ich wollte eigentlich gerade noch ins Menü reingehen und einen dicken Heiltrank nehmen. So ein Mist. Ja, und das mit dem Taumeln müssen wir vielleicht wirklich mal mitnehmen. Das nervt mich dann doch immer schon ein bisschen, wenn dann hier der ganze Bildschirm am Wackeln ist. So, und natürlich müssen wir jetzt auch nochmal steigen. Mein Kater ist heute gut drauf. Junge, was ist los mit dir? Okay, wir steigen mal ganz kurz. Wir haben Magiker gemacht und sind in Wiederherstellung auf die des Kriegers Flamme gegangen. So. Und dann speichern wir. They are no longer a problem. Ja, das definitiv. Sie sind nicht länger ein Problem. Sollte man meinen Kater zwischendurch hören, dann tut's mir leid. Ich weiß nicht, was er gerade hat. Er ist, glaube ich, glücklich. Hier drüben. Na, schau an. Wir haben hier wohl einen. Mein Leben geht aber auch kontinuierlich. Ich nehme sicherheitshalber meinen Heiltrank. Gib mich weg! Kämpf weiter! Wahnsinn! Wahnsinn! Gut, ich hab zum Glück gespeichert, aber was ist denn mit dem einen Blitzmagier da los? Ist ja Wahnsinn. They are no longer a problem. Inigo, du wiederholst dich. Täglich grüßt der Inigo. Wenn ihr gerade sehen könntet, was mein Kater hier macht. Der springt vom Sofa auf den Kratzbaum. Es ist relativ weit. Hier drüben. Und das ohne Probleme. Ist das schon alles? Mit einem Miauen auf den Lippen. Verdammt, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich bleib einfach hier stehen und heile. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Oder auch nicht, weil der ist, glaube ich, der Böse, oder? Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu gehen? Hör auf! Ich könnte dich einhändig nehmen. Das klingt irgendwie falsch. Es ist noch nicht vorbei. Ja, offensichtlich, weil Inigo wieder vergessen hat, dich komplett zu töten. Nein, Inigo, wir sind auch schon ein paar Mal gestorben, also. Wahnsinn. I am a bit sore. Au. No. Oder meinem Kater gefällt die Musik der Nachbarn, das könnte natürlich auch sein. Allerdings muss ich dann an meinem Kater zweifeln. Maluriels Schlüssel. Und der führt uns wohin? Ich speichere mal sicherheitshalber, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Notiz der Wache von Missinchia Left. Ich habe es satt, mich zu wiederholen.
Geht dies zwischen euren Schichten dem Mann, der euch ablöst, und achtet darauf, dass er es liest, bevor ihr euren Posten verlasst. Ich will nicht gestört werden. Lasst niemanden je meinen Raum betreten. Es könnten bestimmte Leute kommen, um nach mir zu suchen. Ich will den Tod dieser Leute. Wenn ihr dies vermasselt, werdet ihr morgen wieder Schweinehöfe überfallen. Ist, glaube ich, nicht unbedingt das Schlechteste und Ungefährlichste. Schweinehöfe, im Gegensatz zu dem hier. Meine Katze! Ach, Wahnsinn. Er möchte gerade, glaube ich, Dinge demolieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hört man. Ich glaube, er hat seine verrückten... Ich nenne es jetzt noch nicht mal 5 Minuten, sondern ich nenne es jetzt einfach mal 10 Minuten, denn er rastet gerade voll aus. Das sah eigentlich nach so einer typischen Strecke aus, wo sich solche Fallen befinden. Oh! Zwergenmaschinen gegen Banditen. Na, da mischen wir uns doch mal ein. Ja, lass ihn brennen. Ja. Okay, alle Banditen. Nein, sind nicht tot. Die Zwergenmaschinen machen die auch nicht ganz gut. Der Feuermagier von. Der Feuermagier, genau. Die Feuermagie von Sophia ist ziemlich mächtig. Kann das sein? Irgendwie? Oh, sie singt wieder. Was ist das für ein Schwert? Ach, ein Horker-Schwert. Normalerweise klingt ja Metall jede Stimme etwas besser. Ich will jetzt nicht sagen gut. Denn ich glaube, selbst Bibis Song hätte ein bisschen mehr Hall auch nicht mehr geholfen. Entschuldigt, der musste sein. Es ist fast unmöglich, an diesem Lied vorbeizukommen. Aber Sophia klingt da natürlich wesentlich besser. Auch mit Hall. Also, in Online-Rollenspielen wird einem ja beigebracht, der Tank steht vorne und der Rest geht bitte nach hinten. Das würde ich meinen Begleitern auch gerne beibringen oder irgendwie sagen können, dass sie nicht die ganze Zeit mit mir vorne stehen, sondern einfach mal hinter den Gegner laufen. Das sind ja spannende Türen hier. Mischievous Mechanism. Is our blessing. Inigo tut, glaube ich, wieder so weh. Warum? Oh, Moment. Nehmen wir auch mit. Ich glaube, hier war auch noch eine Tür. Eine Tür, die wir knacken müssen. Dann ist dahinter eventuell auch was Tolles. Eine Kiste. Skill is the best key. Skill ist der beste Schlüssel. Hatte ich dich schon? Ja, ich hatte dich schon. Okay, jetzt wird nicht mehr die Wohnung zerlegt, jetzt wird der Karton zerlegt. Jedes Mal, wenn wir ein Päckchen bekommen, dann bekommen die Katzen erstmal den Karton. Denn sie sind Kartonfetischisten. Welche Katze nicht? Und jetzt zerlegen sie den Karton.
Also die Zwergenmaschinen halten zwar auch relativ viel aus, aber nicht so viel wie einige Banditen hier. Und offensichtlich brennen sie ganz gut. Was eigentlich gar nicht sein dürfte, oder? Brennendes Metall? Naja gut, okay, vielleicht schmilzt sie es ein. Das ist natürlich sehr effektiv. So, ich versuche jetzt wirklich mal ein... Ach, das ist das Grab. Alles klar. Ich erinnere mich. Die Wolves disappeared because their own invention considered them obsolete and turned against them. I've heard some nasty stories about old Wemma ruins. Or maybe they discovered some alternate universe. Vielleicht haben die Zwerge ein anderes Universum entdeckt und sind deshalb verschwunden. Wer weiß, wer weiß. So, das Ziel ist es hier nur alle, also hier durchzukommen und das Rädchen zu drehen und dann gehen alle auf. Hier haben wir noch einen großen Dwemer-Balken. Oh, und noch eine Kiste. Eine Meisterkiste. Verdammt, ich speichere lieber. Okay, diesmal ist der Punkt nicht oben in der Mitte. Er war aber hier irgendwo. Na, verdammt! Ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts? Ich würde sagen, ein bisschen weiter links. Das Problem ist, sich hier den Punkt immer zu merken. Ach komm, das war jetzt nicht mal ein Millimeter. Okay, ein bisschen weiter rechts. Und dann hier. Noch ein bisschen weiter links. Ich hasse Meisterschlösser. Es tut mir leid. So. 189 Dietriche, alles gut. Was haben wir bekommen? Verzauberten Loot. Mit Verzauberungen, die wir wahrscheinlich schon kennen oder haben. Fallmeergebiet. Oh. Damit haben wir alle Bluttypen. Das ist gut. Dann können wir das auch endlich abgeben. Und speichern die mal. Well, now those elves suffered at our hand. We better go and see what reward Hermaeus Mora has in store for us. Being the day returns of knowledge and memory, I'm guessing he's going to give us some kind of forbidden secret. Let's hope it's something like the answer to how to stay young and good looking forever. Sie hofft, dass wir die Belohnung für das Elfenblut, die Elfen, die wegen uns leiden mussten, dass wir als Belohnung bekommen ein Rezept, das... für unendliche Jugend und Schönheit. Nein, ihr werft mein Loot runter. Meine Katze ist fertig mit ihrem Karton. So, lass mich raten, der andere Gegner ist da unter Wasser, richtig? Oh, dein Gesicht würde einen Horker ängstigen. Sehr nett. Ah. Sie macht das schon, glaube ich. Ja, mach weiter, Sophie. Er ist noch nicht tot, offensichtlich. Wir gehen einfach mal weiter. Des Kriegers Flamme berührt dich. Warum uns? Wo ist Inigo eigentlich schon wieder?
getroffen. Inigo? Wir sammeln wieder Ohren. Können wir da nicht einfach runter oder ist das Wasser da zu tief? Das Wasser ist da zu tief. Verdammt. Da drüben versucht sich einer anzuschleichen. Wann genau berührt uns jetzt das Kriegers Flamme? Irgendwie andauernd. Na, hör auf, um mich herumzulaufen. Ich habe keine Ahnung, was meine Begleiter tun und wo meine Begleiter sind. So, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Paladino Weekend wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao!